Herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin euer Head Benjamin und ihr seid hier bei einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen Limbo von der Firma Playdead. Wie ihr es da oben auch schon sehen könnt. Bei Limbo handelt es sich um einen Xbox Live Arcade Titel, der aber auch vor kurzem in einer kleinen Compilation auf CD veröffentlicht wurde. Zudem sei noch erwähnt, dass es sich bei Limbo um ein Action-Horror-Survival-Game handelt. Also ein kleines, nettes Game mit einer sehr geilen Atmosphäre. Und bevor ich jetzt hier weiter laber und ihr noch weiter hier auf den Intro-Screen gucken müsst, fange ich doch einfach mal an. So, wir wollen es natürlich spielen und möchten es von vorne gerne spielen. Ja, genau. Möchten wir, ja, wenn ihr euch fragt, warum, bla bla bla. Ja, ich habe natürlich gerade noch ein paar kleine Tests gemacht hier vom Ton und so. Deswegen, also wir sehen, wir wachen in einem dichten, nebligen Wald auf. Da, der kleine Fatzke sind wir da unten. Gleich erwachen wir, ja, da sehen wir auch schon die Augen. Mehr werden wir auch nicht erkennen können von ihm. Gerade dieses Unbekannte macht Limbo auch so atmosphärisch. Da wirklich alles aufs Minimalste reduziert worden ist. So, können wir uns jetzt bewegen? So, okay, da können wir uns bewegen. Da können wir springen, okay. Gehen wir nochmal hier nach links. Da finden wir auch ein erstes Secret. Wird bei mir allerdings nicht mehr angezeigt, weil ich es schon gefunden habe mit dem Account. Ja, wenn ihr euch fragt, ja, warum Limbo und so, ja, ich habe ja kurz bevor ich zum Festival gefahren bin, erwähnt, dass ich ein Zweitprojekt neben Terranigma starte. Ja, und meine Freundin hat die Entscheidung getroffen. Zum anderen stand noch Dead Space und irgendein anderes kleines Horrorgame zur Auswahl. Aber die werden natürlich auch dann noch irgendwann folgen, wenn sich der eine oder andere jetzt vielleicht auf Dead Space gefreut hat. Aber jetzt gucken wir erstmal, was mit Limbo geht. Ich muss mal eben ganz kurz den Ton ein wenig lauter machen. Ich höre nämlich gar nichts. So, jetzt geht's auch schon weiter. Also bei diesem Spiel, es sieht zwar jetzt ganz nett und klein aus, aber wenn mich eine Falle erwischt oder ich irgendwie falsch abspringe, werde ich ganz, ganz schnell bitterböse sterben mit netten Splatter-Effekten. Ja, man kann springen und man kann Sachen packen. Also dieses Spiel arbeitet sehr gerne und auch eigentlich sehr gut mit der Physik. Also sollte man sich da schon mal so ein bisschen mit auskennen, wenn man irgendwie weiterkommen möchte. Ja, zum Beispiel hier, ja, bewegt sich das und man kann hier so ein bisschen pendeln. Später werden wir das noch mehr sehen, wenn es ein bisschen schwieriger wird, sag ich mal. Also wenn wir weiter voranschreiten. So, oh, jetzt wird es aber ganz dunkel hier. Ja. Es ist wirklich extrem atmosphärisch. Dieses kontrastreiche Schwarz-Weiß, keine Farben, minimaler Sound. Ja, jetzt fahren wir erstmal ein Stück mit dem Boot. Also ich habe das Spiel auch ehrlich gesagt nur einmal durchgespielt und das ist schon sehr, sehr lange her. Aber da es mir wirklich so gut gefallen hat, werde ich es jetzt nochmal Let's Playen. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere von euch noch nicht. Und so könnt ihr mit mir die Story von Limbo nochmal miterleben. Ihr wisst jetzt ja genauso viel wie ich, also es gibt kein Intro. Man weiß nur, man ist ein kleiner Junge, man wacht im Wald auf und man weiß eigentlich gar nichts, was so wirklich passiert ist. So, hier wären wir nicht hoch. Oh, das hätte ich mich jetzt zerquetscht. Das Boot benutzen wir hier eben als kleine Trethilfe und klettern auch sofort weiter nach oben. So, genau. Gucken wir mal, dass wir schnell hier aus dem Wald rauskommen. Na komm. Sehr schön. So. Was kommt denn jetzt? Ah, ein bisschen Grillengezirpe. Ah, hier muss man auch ab und an aufpassen. Nicht, dass man hier irgendwo in so Fallen reintappt. Genau wie hier, so eine Bärenfalle. Aber man kann sie ja zum Glück schieben. Es sind nämlich zwei. Wenn man jetzt einfach gesprungen wäre, dann... Ja... Dann hätte ich mich sozusagen aufgeteilt. Ja, das wäre nicht so ganz praktisch. So als Hälfte. So, gehen wir mal weiter. Was erwartet uns noch? Ah.
Ein Seil. Okay, gucken wir mal. Ja, das Gewicht ist zu hoch. Wir kommen da nicht weiter. So, hier sehen wir eine Bärenfalle. Was wir hier tun müssen, ist die Falle hier drunter zu platzieren. Mit unserem Gewicht lassen wir den Ast so weit runterkommen, bis die Falle das Aas schnappt und wir können hier hoch. Also jetzt am Anfang kenne ich die so ein paar Rätsel noch, oder da weiß ich wenigstens noch, was ich tun muss. Allerdings, wenn es gegen Ende hingeht, ja, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann stehe ich da, denke ich mal, auch bei so ein paar Stellen mit so einem kleinen Fragezeichen. So, was kommt jetzt? Okay. Na komm. Oh. Ja, nicht mit mir, Freundchen. Ja, muss man schon ziemlich aufpassen, wo man hinspringt und genau die seine Umgebung erkunden. Kann ich da springen oder werde ich hier aufgespießt? Ne, ich kann springen. Gut, sehr schön. So, gehen wir mal ganz schnell weiter. Aber ja, bei diesem hohen Gras muss man echt aufpassen, nicht, dass da irgendwie so eine Bärenfalle platziert worden ist und man dann blöd steht. Oh, da oben ist ein Seil. Okay, da kommen wir jetzt noch nicht dran. Gehen wir mal weiter. So, für alle, die es nicht wissen, schwimmen können wir nicht. Deswegen probiere ich das jetzt gar nicht. Das weiß ich noch. Also bei Limbo kann man nicht schwimmen. Man ertrinkt sofort erbärmlich eines qualvollen Todes. So, bis jetzt geht's ja noch. So, jetzt machen wir mal so ein bisschen Schwingeli-Dingeli. Ja, komm. Und hopp. Sehr schön. Ab in die Baumwipfel. So. Und hopp. Kommen wir dahin? Nö. Und zack. Und hopp. So, jetzt treten wir mal diesen morschen Ast um. Genau, und benutzen ihn natürlich unten gleich als Brücke. So, wer jetzt ein gutes Auge hat, wird erkennen, dass hier ein Seil hängt. Yeah, und so kommen wir auch schon zum zweiten Secret. Ah, ne, da muss ich leider schwingen. Ich weiß, glaube ich, nicht, wo alle sind, aber ich versuche natürlich so viele mitzunehmen, beziehungsweise euch zu zeigen, wie es geht. Allerdings kann ich nicht versprechen, dass ich alle finde. So, jetzt gehen wir erstmal wieder runter. So, wo bin ich sicher? Okay, jetzt da runter. Way. Sehr schön. Ja, man kann nicht ganz runterspringen, da man sonst stirbt. So, Fallschaden gibt es doch. Deswegen will ich auch nichts probieren. Ah, genau, das haben wir geschafft. Ich denke mal, die Kiste brauchen wir nicht mal. Ne, wir schieben einfach mal den Baumstamm da rein. Genau. So, das dürfte reichen. Ja, noch ein bisschen. Ja, doch, das müsste ich eigentlich schaffen. Sehr schön. Nee, sprinten kann man nicht. Wollte ich jetzt gerade mal nachgucken. Ja, dann gucken wir mal weiter, was noch auf mich zukommt. Oh, da oben sehen wir eine Bärenfalle. Ach so, ja. Ich weiß jetzt, was kommt. Genau. Sehr cooles Teil, diese Spinne. So, man kann jetzt probieren, wie man will. Man kommt da nicht dran vorbei. Deswegen muss man die Spinner so ein bisschen provozieren. Und dann hat man vielleicht im Hintergrund schon gehört, wie sich die Bärenfalle da oben auf dem Baum bewegt hat. Durch den Druck. Ja, denn nach zweimal fällt sie auf den Boden. Und somit können wir die Spinne ein bisschen malträtieren. Ja, allerdings wäre es sinnvoller von der anderen Seite. So. Jetzt gehen wir die Spinne mal ein bisschen ärgern. Hier die dicke Thekla. So, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht selber erwischt wird. Das sollte reichen. Und weg! Ah, ne, das war ein bisschen zu weit vorne. Na komm. Genau. Da fließt das Blut. Und jetzt der nächste. So. Ja, bei jedem Bein, das man mehr abkriegt, ist die Reichweite ein bisschen größer, wo man erwischt werden kann. Ah, müsste noch ein bisschen weiter nach hinten. Ja, man muss die Tentakel erst so ein bisschen lockern, bis sie hochgehen und dann wegrennen, weil sonst ist ihnen das egal. Oh, ja, das Ding holt ganz schön weit aus. So, ne, muss erst immer warten. Das macht es ja so Risiko. Jetzt komm schon. Ne? Also, wenn ich die Spinne, ich hätte schon nach dem ersten kaputten Bein keinen Bock mehr. Aber da seht ihr, oh, da verschwindet das dicke Ding. Das kann auch meiner Meinung nach da jetzt auch oben bleiben. Oh, jetzt sehe ich gerade gar nichts hier. Ah, doch, jetzt geht's wieder. So ein bisschen Licht braucht man ja schon. Huch.
Ist da ein Boden? Keine Ahnung. Ich sehe es gerade echt nicht so gut. Ich hoffe nicht, dass ich meinen Fernseher so dunkel eingestellt habe. Ich hoffe einfach mal, dass es so gewollt war. So, jetzt gehen wir mal hier durch die. Oha. Ah, wir stecken fest. Es ist jetzt nicht so gut. Wir können zupfen und rupfen, wie wir wollen. Wir kommen nicht weiter. Oh, da ist sie wieder. Ah, dicke Tekla. Oh. Oh, im Hintergrund sehen wir noch wabende Kokons oder eingesponnene Leute. Oh Gott. Oh Gott. Ach, jetzt seidet sie uns da auch ein. Na super. Jetzt hängen wir da auch wie im Vorratsschrank. Ja, okay. Na, das wollen wir nicht. Deswegen rupeln wir einfach mal hier so ein bisschen. Komm schon. Am seidenen Faden hangen wir. So, jetzt aber ganz schnell. Da können wir irgendwie springen, okay. So. Bewegungsfreiheit ist jetzt arg eingeschränkt. Deswegen muss man jetzt so ein bisschen gucken, dass man die Sprünge genau timet. So, machen wir uns mal aus dem Staub, bevor die dicke Thekla das mitkriegt. So, ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ja, mal ein bisschen gucken. So. Sehr schön. Ja, das Gute ist auch bei Limbo, wenn man stirbt, dann muss man nicht irgendwie nochmal vom Anfang des Levels. Nein, kurz vorher wird immer. Also, es wird in regelmäßigen Abständen Save Points gesetzt. Also, da braucht man keine Sorgen haben. So, da muss man jetzt auch aufpassen. Na komm schon. Jetzt kriegt man nämlich das Ding auf den Kopf. Das hat auch schon gut geklappt. So, hopp, hopp, hopp. So. Ich hoffe mal, wir kriegen das bald mal los. Oha! Okay, das war. Okay, wir standen auf einem dicken Stein. Ja, und jetzt werden wir auch noch zerrollt. Ja, also da könnt ihr es jetzt auch schon mal sehen, dass man direkt vorm Tod wieder anfängt. Und dass man hier sehr, sehr schnell sterben kann. Ich habe es jetzt echt nicht gesehen. Also müssen wir langsam rollen. So, zack. Oh Gott, ist das echt so dunkel oder ist das wirklich mein Fernseher? Oh, da kommt die dicke Tekla. Lass mich in Ruhe. Naja, sie ist irgendwie so ein bisschen lahmarschig zu Fuß. Ja, das sollte ich aber noch schaffen. Na komm schon. Und hopp. Nein! Nein, du Blöder! Spring doch nicht da rein, ey! Ah! Kleiner dummer Limbo-Junge. Ja, Limbo ist ja auch so gesehen. Ah, wie soll man es nennen? So eine kleine Vorhölle. Also, so würde ich es jetzt beschreiben. Bevor man wirklich in die Hölle kommt, also. Ja, das könnte man auch schon so ein bisschen deuten. Da man sich ja hier wirklich mit allerlei Sachen rumschlagen muss, kann man nur erahnen, was passiert ist. Jetzt spring aber! Ah, perfekt. So blöde Spinne. Huah! Und da purzen wir. Klatsch, genau. Ach, jetzt liegen wir erstmal. Ja, die Spinne hat anscheinend keinen Bock, da runterzukommen. So ein Flusen haben wir aber noch am Kopf. Ja, ich hoffe mal, den kriegen wir bald ab. Das sieht ja doch schon ein bisschen doof aus. Oh, das ist ein Kopffetzen. Oh. Hallo. Lass doch den Kopf nicht hängen. Huch. Ja. Oh ja, der wurde gehängt. Oder war schon tot. Ja, da könnt ihr sehen, Limbo scheint zwar auf den ersten Blick klein und niedlich, aber ist doch arschbrutal. Und da oben sehe ich ja schon wieder eine Bärenfalle. Wie löse ich die denn aus? Okay. Oh, zum Glück meine schnellen Reflexe hier, wie so ein Rentier. Wie eine Gazelle. Solche Reflexe, das habe ich ja noch nie gesehen bei mir. So, jetzt genug Geschwallt, jetzt geht's erstmal weiter. Jetzt sind wir anscheinend auf einer kleinen Lichtung. Oh, das Bild zoomt weg, das ist nicht gut. Okay. Hopp, oh nein. Ah, hoch mit dir. Und hopp. Oh Gott. Okay. Super Reflex. Wie ein Gepard hier. Oh. Okay. Ist da runter?
Ach Gottchen. Okay, jetzt kommt wieder solche komische Musik. Jetzt war schnell weiter. Dass hier dicke Dekler wieder kommt. So, gucken wir mal weiter, was kommt. Ah, es zoomt wieder, wenigstens wieder ein bisschen ran. Aber was grummelt denn hier so? Okay. Okay, wir können das Ding packen. Oh nein, 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 nein. Steh auf, ey, steh auf. Uah. Aber wir sehen ja schon, dass es sich um eine Konstruktion handelt. Jetzt mach hoch das Ding. Genau. Aha, Schattenwesen. Beziehungsweise andere Leute, aber man sieht deren Augen nicht. Guck mal, jetzt können wir sogar selber hier ein bisschen spielen. Ja, ist nicht allzu große Attraktion. Aber den ein oder anderes, wer es das erste Mal gespielt hat, wird schon ein bisschen so, ach nee, gedacht haben. Aber gucken wir mal weiter. Nein, ein Donut. Oh, scheiße, scheiße. Oh, das war echt knapp. Okay, jetzt brennt die Wiese. Ah, gut, da macht keinen Schaden. Obwohl wir sowieso keine Lebensanzeige haben. Wenn wir sterben, sterben wir. Oh, Gottchen. Kleiner brennender Köttel. Ah, da sind sie ja schon wieder. Klettern wir mal dahinterher. Gucken, was die blöden Fatzken da oben machen. So. So, ganz schnell hinterher hier. Bevor die uns noch mehr brennende Sachen an den Kopf werfen. So kann man auch sein Sperrmüll loswerden. Irgendwie, keine Ahnung. Ah, nette Begrüßung. Okay. Okay, da sind wieder Bärenfallen. Und er verzieht sich. Okay, das sind zwei Gespannte. Okay. Okay, ja, okay. Das war überrascht, okay. Ah, komm her, jetzt Blödsinn. Eigentlich wollte ich nach hinten rennen, aber dann dachte ich mir, oh, guck's erstmal. Hat's ja doch noch gehabt. Ja, jetzt zieht er hier wörtlich den Schwanz ein, ne? Na ja, gehen wir mal weiter. Sind wir wohl jetzt hier in deren kleinen Siedlung, was auch immer das für Leute sind. Aber sie sind uns nicht freundlich gesonnen. Okay. Ach, nicht schon wieder die dicke Spinne. Aber sie mag anscheinend auch diese komischen Schattenwesen nicht. Ja, flüchten wir mal ganz schnell. So. Ah, okay, ich sehe schon, wir haben hier eine Wippe. Na, komm her, dicke Tegler. Genau. Und jetzt... Sehr schön. Das hat ja gut geklappt. Oh Gott, was ist denn hier los? Na komm, sieh zu. Und hopp, sehr schön. Ja, okay, da müssen wir uns schnell verstecken. Uiuiuiuiui, jetzt aber fix. Spute dich, kleiner Mann. Kleiner Hosenmatz. Oh. Ah, zack, da spritzt der rote Saft. Sehr schön. Jetzt haben wir der Spinne schon großen Schaden zugefügt. Na komm, jetzt lass ich doch nicht von so einem kleinen Stein aufhalten. Ist es denn wahr hier? Kleine Limbo-Mann. So, das dürfte auch kein Problem sein. Na, wir hören schon den Wind pfeifen. Jetzt wird stürmisch. Ja, es ist wirklich sehr soundarm, das Spiel, aber das macht es gerade so atmosphärisch. Da wirklich nur das Nötigste einem dargeboten wird. So, gucken wir mal, was hier unten ist. Ah, ich sehe gerade, wir haben gar nicht mal diesen Fussel im Haar. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt oder bemerkt, wann wir den verloren haben. Uah. Ah, da ist sie wieder. Okay, ein Bein hat sie nur noch. Ach ja, ist klar, ey. Verdammt, da hat sie uns erstmal aufgespießt. Na komm, na komm. Pieks nochmal. So, jetzt aber. Jetzt können wir sie nämlich packen. Und sie erstmal den Arm oder Bein ausreißen. Ein richtiger Splatter-Manier hier. Ja. So, jetzt nehmen wir mal den runden Torso hier. Und schieben den uns mal da in die Lücke rein, in die Stacheln. Ah, ist ja schon ein bisschen eklig. Aber die hat es ja nicht anders verdient. Die wollte uns ja schließlich verspeisen. So. Und jetzt hilfst du uns doch noch. Und zack.
Genau, zack, schön nochmal die Soße verspritzt. Und hopp, sehr schön.